Leute, da bin ich wieder. Ja, letzte Aufnahme von der Zeit ist geworden. Da müssen wir hier weitermachen. Schade. Aber. Schauen wir mal kurz die Ausrüstung an für die Pistole hier. Ab das Motorrad. Na los, bin gleich bei dir. So, jagen wir mal die Drohne los. Setze Drohne ein. Noch ein dritter. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel erfasst. Suche bessere Schusslinie. Bin schussbereit. Zum Grundsätzlich immer die falsche Taste, das ist scheiße. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Thank you.
dein Ziel. Greife an, sie aufgescheucht. Roger, Ziel markiert. Ihr Leutnant flieht. Okay, das war ein bisschen blödsinnig. Moment, ich komme. Danke. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Zivilist getroffen, Zivilist getroffen. Warum habe ich den nicht getroffen? Granate kommt, komme mierda, culeros. Das war's mit ihm. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Das könnte etwas sein. Sieht so aus, als hätte das Kartell bei Campoana ein Fischerboot zu einem Kokainlabor umgebaut. Das ist genau das richtige Ziel. Der Ausfall des Labors steigert den Druck auf El Emissario und zwingt ihn, sich zu zeigen. Das Schwein hat uns erkannt und hat sich dünn gemacht. Das passiert nicht nochmal. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Das war richtig kacke, aber naja, wie war. Ich bin der Pilot. Alles gut, fahr los. Ja, dass die mal so rumbohren müssen. Na, mal nach. Da ist noch ein Tango. Mit der falsche Taste, naja. Ja.
Zivilisten im Gebiet. Schusslinie beachten. Das hat gut geklappt. Diese Seite ist sauber. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Hier ist eine Handfeuerwaffe. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Drohne fliegt. Ich sehe noch einen Tango. Und das macht 3. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Tango ist markiert. Was jetzt? Ziel markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Das ist ein Treffer. Das war knapp. Unidad Heli, unten bleiben.
So, dann hier drinnen müssen auch noch ein oder zwei sein. Mal gucken. ¿Qué pedo con tu vieja? No te malviajes, compa. Abschuss. Sieht gut aus. Kommt. Wartet. Waffenkiste entdeckt. Oh, Leute. Ja. So, wir machen hier jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Ciao, bis dann.